Jetzt ist es ja so, dass nicht nur westliche Beobachter die Taktik auch der Ukraine analysieren und ganz gut erklären können. Das können ja genauso gut russische Analysten. Also ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die russische Armee demnächst dann doch der Ukraine mehr entgegensetzen kann und deren Strategie eben zerstören kann als bisher? Jetzt muss ich ein bisschen zweischneidig antworten. Ja, im Prinzip haben Sie mit dieser Aussage recht. Wobei eine Sache mich in den zurückliegenden Monaten wirklich sehr beeindruckt hat. Das war die Tatsache, mit welcher Geschwindigkeit die ukrainischen Kräfte und auch die ukrainische Führung, militärische Führung, bestimmte neue Erkenntnisse oder bestimmte Entwicklungen umgesetzt hat in konkrete Handlungsanweisungen an die ukrainischen Truppenteile. Und dass auch die örtlichen Führer dieser ukrainischen Truppenteile sich den Gegebenheiten immer sehr schnell angepasst haben und entsprechend sehr richtig und sehr konkret und sehr korrekt darauf reagiert haben und sich daraus Vorteile verschafft haben. Dieses vermag ich zurzeit oder im bisherigen Kriegsverlauf weder bei der russischen Führung noch bei den russischen örtlichen Führern noch bei den russischen Truppenteilen selber zu erkennen. Von daher glaube ich, dass die Ukraine besser und schneller in der Lage ist, solche Vorteile zu nutzen und Nachteile gegebenenfalls zu vermeiden, weil sie, ich sag das mal, bis unten in die unterste Ebene hinein offensichtlich sehr viele Kommandeure und Kompaniechefs und andere haben, die dieses offensichtlich beherrschen und sehr gut ausnutzen. Sagt General AD Egon Rahms, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, auf Wiederhören. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.